Möchten wir Sie herzlich zu unserem heutigen Auschwitz-Gedenktag hier im Scheunensaal der Heimermühle begrüßen. Ein Tag, der vor allem in den letzten 3 Monaten so unfassbar wichtig geworden ist. Ein Tag, der für Demokratie, Menschenrechte und gegen das Vergessen steht. Besonders wichtig ist uns, dass wir allen Opfern gedenken. Wenn man zunächst nur an die verfolgten Juden denkt, sind auch Sinti und Roma, queere Menschen und politisch oppositionelle Opfer des NS-Regimes gewesen. Auch ihnen gedenken wir heute. Die nächsten 1,5 Stunden stehen ganz in diesem Sinn. Herr Neumann kommt leider verspätet. Gerade haben uns Anna Lüder und Julia Thoma mit dem Stück Silicienne begrüßt. Herzlichen Dank dafür. Wir übergeben nun das Wort an den Bürgermeister Tobias Höhn. Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe
Anwesende, schön, dass Sie alle da sind, so zahlreich gekommen sind zu dieser doch sehr wichtigen alljährlichen Gedenkveranstaltung, die wir hier in Oberramstadt abhalten. Ein besonderer Gruß gilt erst einmal allen Beteiligten hier, die ein sehr abwechslungsreiches Programm uns nacheinander darbieten werden und uns immer wieder damit ins Bewusstsein holen, was denn in einer der dunkelsten Zeit unserer Geschichte insgesamt passiert ist und meine Damen und Herren auch in der Gegenwart passieren ähnliche Dinge, die uns doch sehr, sehr zum Nachdenken bringen. Wir sind hier zusammengekommen. Am 27. Januar ist ein weltweiter Tag des Gedenkens der Mahnung an die Opfer des Holocaust. Meine Damen und Herren, laut einer aktuellen Studie leben weltweit noch etwa 245.000 Holocaust-Überlebende. Die Welt müsse diese Erinnerung aufrechterhalten, fordern genau diese Überlebende. Knapp 120.000, also fast die Hälfte davon, leben in Israel. Die Mehrheit der Überlebenden war zum Zeitpunkt der Erhebung im August des Vorjahres 2023 zwischen 81 und 85 Jahre alt. Und etwa 5% sind heute älter als 96 Jahre. Die älteste wurde im Jahr 1912 geboren. All diese Menschen sind Zeitzeugen. In der gestrigen Ausgabe des Darmstädter Echo las ich aufmerksam das Interview mit einem Überlebenden. Ich weiß nicht, ob es noch jemand gesehen hat, gelesen hat. Und ich habe diesen Artikel, dieses Interview zweimal gelesen, denn es geht einem wirklich sehr nahe, was da geschildert wird und was diese Menschen auch beschäftigt. Gerhard Wiese, ein Überlebender. Herr Wiese war im Frankfurter Auschwitz-Prozess ab 1963 einer der Ankläger und eben ein wichtiger Zeitzeuge, der die Öffentlichkeit mit der schonungslosen Wahrheit konfrontierte. Eine Aussage in diesem Zeitungsinterview macht mich besonders nachdenklich. Herr Wiese sagt, dass er seine Hand nicht dafür ins Feuer legen kann, dass die Menschen aus Auschwitz gelernt haben. Und das sollten wir eigentlich, aber ich sprach es schon an, es gibt Bestrebungen, die eben diese Geschichte leugnen und leider, so ist das, diese Menschen sind auch alle ein Stück weit unter uns. Und daher ist es wichtig, dass die Welt die kollektive Erinnerung an diese Zeit nicht aus den Augen verliert. Die internationale Kampagne We Remember richtet sich gegen Antisemitismus, Völkermord, Hass und Fremdenfeindlichkeit. Aufklärung ist ein Stichwort dieser Kampagne, aber vor allem das Mahnen an diese verübten Gräueltaten. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. Mit einer Gedenkstunde halten wir inne und denken zurück an eben diese schwärzesten Stunden. Millionen Juden, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderung, politische Gegner, Homosexuelle und zahllose weitere Menschen sind im Zweiten Weltkrieg ermordet worden. Die offiziellen Zahlen gehen von 5,6 bis 6,3 Millionen Menschen aus, die dem Naziregime zum Opfer gefallen sind. Alleine 1,1 Millionen davon in Auschwitz. Freunde, Nachbarn und Kollegen, Menschen, die aus unserer Mitte gerissen und umgebracht wurden, von ihrem eigenen Umfeld verraten, denunziert und an ihre Mörder ausgeliefert. Ein grausamer Massenmord. Auch, und das ist leider die Wahrheit, medizinische Experimente wurden an diesen Menschen vorgenommen. Auch hier in Oberramstadt wurden Menschen, die bis zu diesem Zeitpunkt in der Mitte unserer Gesellschaft standen, diese entrissen. Bei der Volkszählung im Jahr 1933 waren in Oberramstadt 73 jüdische Familien wohnhaft. In 1939 waren es noch 26 Menschen. Insgesamt 15 Personen wurden im März und im September 1942 deportiert. Dem Rest ist es gelungen, auszuwandern, woanders eine Heimat zu finden. Und sie kehrten nach dem Krieg nie nach Oberramstadt zurück, um hier wieder ein Leben aufzubauen. Über Generationen waren diese jüdischen Familien in Oberramstadt ansässig, haben das Wirtschaftsleben unserer Stadt geprägt und damit zum Erfolg als Wirtschaftsfaktor eine ganz tragende Rolle gespielt. Im vergangenen Jahr hat die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule mit einem weiteren Graffiti in der Hohlgasse
eine Erinnerungsmauer gestaltet. Das Engagement unserer Schule und den Verantwortlichen um unsere jüdische Geschichte in dieser Zeit ist aus meiner Sicht nicht hoch genug einzuschätzen. Dass wir dieses Zeichen der Erinnerung in das kollektive Gedächtnis rücken und so vor dem Vergessen bewahren, ist ebenso wie die jährliche Gedenkveranstaltung genau das, was diese Erinnerungskultur zum Leben erweckt. Meine Damen und Herren, aktuelle Ereignisse bewegen unsere Gesellschaft aber ebenso zutiefst. Beispielsweise die Eskalation des Nahostkonflikts mit dem Angriff der Hamas im Oktober. Unschuldige Menschen, die eigentlich ausgelassen feiern wollten, wurden überfallen, ermordet und verschleppt. Der Gazastreifen wurde zum Pulverfass. Ebenso bewegt uns, dass Teile unserer Gesellschaft demokratische Werte mehr und mehr in Frage stellen. In diesen Wochen demonstrieren deutschlandweit tausende Menschen gegen die rechte Gesinnung. Anfang der Woche haben sich den Medien zufolge in Darmstadt 17.000 Personen auf dem Friedensplatz versammelt. Und aktuelle Zahlen aus dem Bundesinnenministerium legen die düstere Aussicht nahe, dass etwa 1.000 rechtsextremistische Delikte jährlich begangen und notiert werden. Und die Dunkelziffer ist weitaus größer. Dies zeigt leider, dass Rechtsextremismus und fremdenfeindliches Gedankengut auch heute noch ein Teil unserer Gesellschaft ist. Dieser Punkt bedrückt mich, bedrückt uns alle sehr. Es ist ein kleiner Teil der Geschichte und wir sind nicht das einzige Land, das diese Probleme hat. Gesamtgesellschaftlich müssen wir jedoch zusammenhalten, wachsen, wachsam sein und bleiben. Wenn wir rassistische, fremdenfeindliche oder diskriminierende Äußerungen hören oder wahrnehmen, Taten sehen, dann heißt es Zivilcourage zeigen und zusammenstehen. Gerade mit unserem historischen Hintergrund haben wir eine besondere Verantwortung. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass jüdisches Leben und die Ausübung des jüdischen Glaubens sicher möglich ist. Denn Vielfalt innerhalb einer Gesellschaft ist die reine Bereicherung für uns alle. Wir werden uns Tag für Tag dafür stark machen, dass Diskriminierung, welcher Art auch immer, keinen Platz hier mehr haben darf. Heute gedenken wir der vielen Opfer aus einer Zeit, in der dies leider nicht so war. Wir gedenken an sie mit der festen Überzeugung, dass wir diese Verfolgung und das an den Rand der Bevölkerung treiben, weder hier noch irgendwo sonst mehr zulassen dürfen. Ich bedanke mich bei Harald Höflein und dem gesamten GCLS-Team, den Schülerinnen und Schülern für die Gestaltung dieser Gedenkveranstaltung, der Agentur Bauer und Guse für die mediale Unterstützung sowie allen Anwesenden, die durch ihr Kommen Anteil am Gedenken nehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Bürgermeister Herr Silbereis, vielen Dank für Ihr Grußwort und dass Sie sich auch so beteiligen an diesem ganzen Projekt. Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren, im Vorbereitungsteam haben wir uns einige Gedanken gemacht, wie wir diesen wichtigen Gedenktag und die aktuell politische Situation in Israel ansprechen. Und uns war klar, das wird eine ganz besondere Herausforderung in diesem Jahr. Und es fällt uns allen schwer, angemessen darüber zu sprechen. Aber dennoch wollen wir es nicht unausgesprochen lassen. Wir beklagen die Opfer des 7. Oktober 2023, als die palästinensische Terrororganisation Hamas Israel angriff, viele Menschen tötete und Geiseln verschleppte. Wir beklagen die Opfer auf palästinensischer und israelischer Seite, die durch den Militäreinsatz Israels gegen die Hamas verursacht werden. Terror, Opfer, Krieg, Zerstörung. Viele Menschen haben die Hoffnung auf eine friedliche Lösung verloren. Wir haben gesagt, wir wollen heute ein Hoffnungslicht anzünden, ganz bewusst, gegen die Mutlosigkeit, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus. Ein Licht der Hoffnung für
den Frieden in dieser Welt, für ein Gedenken an die Opfer der Konzentrationslager, für die Menschenwürde. Und deshalb haben wir hier eine Laterne. Und werden ein Hoffnungslicht hier in Oberramstadt anzünden. Und werden dieses Hoffnungslicht auch nachher an die Gedenkstätte der ehemaligen Synagoge tragen. Ein Hoffnungslicht, virtuell, aber auch in echt, heute hier in Oberramstadt. Danke Ihnen. Man mag die Anfeindungen gar nicht so wahrnehmen, wenn sie nicht vor der Haustür passieren. Damals im Nationalsozialismus passiert das aber genau hier in Oberramstadt. Im Rahmen der Schulprojektwoche letztes Jahr entstand ein zweites Graffiti, gewidmet den Opfern unserer kleinen Stadt. Ich übergebe nun das Wort an die Gruppe. Hinsehen, verstehen, handeln. Das haben wir uns als Botschaft ausgesucht. Das Graffiti ist bunt, doch die Geschichte ist düster. Es geht um das Leben eines jungen Mädchens, Trudi Isenberg, geboren als Bendorf, damals genau in unserem Alter. In ihrer Geschichte geht es um Ausgrenzung, Rassismus, Gewalt, Verlust der Heimat, Fluchterfahrung, Vernichtung und Vertreibung. Es ist keine Geschichte von gestern und auch nicht nur eine für heute, sondern es ist vor allem eine Geschichte für morgen und unsere Zukunft. Diese Botschaft wollten wir in unserem Graffiti festhalten und mit unseren Bildern wollten wir genau diese Lebensstation darstellen. Trudi erlebte eine glückliche Kindheit, frei von Ausgrenzung und Verfolgung. We played together, we lived together, we loved together until 1933. Die Torte im Mittelpunkt des Bildes soll ihren 18. Geburtstag symbolisieren, der gleichzeitig um die Ereignisse der Pogromnacht fiel. Darauf legte die Familie ihr Geld zusammen, um Trudi eine Zukunft zu ermöglichen. Anfang 1939 flüchtete sie alleine nach Amerika und musste in einem fremden Land mit einer fremden Sprache alleine komplett ein neues Leben beginnen. Neben dem Papierschiffchen, welches die Reise nach Amerika symbolisiert, geben sich zwei Menschen die Hände. An einem Arm findet man ein Zeichen für die Gleichberechtigung, während an dem anderen Handgelenk ein Bändchen mit der Aufschrift Tikkun Olam steht. Dieser Ausdruck stammt aus dem Jüdischen und wir haben ihn von Trudi gelernt. Er bedeutet so viel wie die Welt zu heilen und sie für alle zu einem besseren und lebenswerteren Ort zu machen, wo Solidarität und Akzeptanz wichtige Werte darstellen. Für heute lassen sich aus der damaligen Erfahrung die für uns wichtigsten Werte herausziehen. Sich gegenseitig zu respektieren, niemanden aufgrund seiner Herkunft, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung oder seinem Geschlecht zu verurteilen und füreinander einzustehen. Wir sollten das, was damals in unserem Oberramstadt passiert ist, niemals in Vergessenheit geraten lassen und uns immer vor Augen halten, wie wir miteinander umgehen. Wir wollten durch das Graffiti diese Erfahrung für alle Menschen anschaulich und verständlich machen. Gerade heute erleben viele Menschen noch Flucht, Vertreibung und Gewalt und können sich genau deswegen mit unserem Graffiti verbinden. Die Arbeit an unserem Graffiti auf der Straße hat uns gezeigt, dass sich sehr viele Menschen mit Trudis Geschichte und unserem Graffiti identifizieren. Sie sind stehen geblieben, sie haben mit uns gesprochen und uns ihre eigenen Geschichten und Erfahrungen erzählt. Wir sind mit den Menschen in Austausch gekommen und dadurch ist ein Miteinander entstanden. Das motiviert uns, in der Zukunft weiterzumalen. Beda Bedlik. Jayetno. Solidarieta. Togetherness. Miteinander. Für Trudi war Tikkun Olam ein wichtiges Prinzip und wir hoffen, unser Graffiti ist in ihrem Sinne. Nie wieder ist jetzt. We remember.
Isenberg und Julius Bendorf, der in dem Graffiti des vorherigen Projektteams verewigt wurde, sind nicht nur auf den Wänden zu finden. Die Familie der beiden, die heute in den USA leben, haben uns Videobotschaften zukommen lassen. Nach den Videobotschaften hören wir das Lied »Ich glaube« von Udo Jürgens, aufgeführt von den Musikklassen aus der 11 und 12, mit der Hoffnung auf eine bessere Welt. Hello to the students of Harold Herflein. I appreciate being invited to participate in this Commemoration Day 2024. First, I wish to commend your teachers and families who impart knowledge, wisdom, and understanding to you at home, in the classroom, and in the archive regarding racism, intolerance, and antisemitism. You students have shown through your persistence and deeds that the names of Nazis could be removed from the street signs in Darmstadt and replaced with the names of heroes and decent citizens who deserve the honor. And you have initiated and participated in many more human rights projects. You should be very proud. In planning and creating public murals, you've shown your commitment to Tikkun Olam, repairing the world, because you understand that prejudice is wrong, perhaps from your own family's life experiences. You and the town of Oberramstadt have bestowed on Julius and Trudy the highest honor possible by creating the two powerful and beautiful murals that show the trauma and consequence of bigotry. In August, my husband and I and our younger son and his family visited Oberramstadt to see the Trudy mural. And we met many of you who were instrumental in its design and completion. Thank you for that. The project overwhelmed me emotionally, which I did not expect would happen. Please accept my heartfelt appreciation. Sadly, today, human rights and the right to exist are again being challenged today in Ukraine and in the Middle East. I am sad for the loss of life and for the suffering. Let us all hope that peace will come soon. This year in the United States, we will be put to the test again to choose a president who will uphold personal rights as well as defend and uphold our Constitution. I will take courage from you and your efforts in human rights and commit myself to working to hopefully elect a just and decent president. Together, we can be the change that we wish to see in the world. Thank you. Hello, everybody. My name is Micah Hoffman, and I'm Trudy Eisenberg's grandson. When I was growing up, my grandmother would tell us frequent stories about this wonderful small town in Germany where she grew up and where her parents had a store, and she told us about all of her cousins and friends that she would work with and babysit for, and those stories were always her stories. They were how she grew up and the place that she lived and loved until she had to leave due to the Nazi takeover. Those stories while I was growing up were her stories, and I had never really connected with them or with Oberramstadt or my German ancestry really until after her passing and my recent trip to Oberramstadt, where I had the wonderful opportunity of meeting Harold, some of his students, the deputy mayor, and some of the friends and people that knew or had interacted with my grandmother. It was an incredible, impactful experience for me, one that helped transform my grandmother's stories to be my history, my ancestry. This is where I came from instead of this is where she came from. And it awoke in me something that was very moving, that this town that my grandmother had lived in for 18 years, they came alive and helped remember who she was, some of the things that she lost, and more over the things that she believed in that should be embraced and should be remembered. Things like equality, things like diversity, and other stuff like that.
I'm incredibly thankful to all of you that participated in making the mural of my grandmother so amazing, and for helping to keep her memory and what happened to my family over there alive. There are atrocities happening all the time now, with genocides and people being oppressed around the world. And remembering this time where my family was impacted in Germany, and knowing that things like that wonderful mural and people like Harold are teaching the past and remembering the past, and it is very heartwarming, and gives me hope that the younger generations that are going through his courses and seeing the mural and understanding not German history will be able to remember and hopefully do something about the decreasing atrocities in the future. So I thank you very much for your work that you've made to help me connect with my history, my past, and for remembering Trudy Eisenberg and what she went through. Thank you. Hi, my name is Tyler Hoffman. I'm the great-grandson of Trudy Eisenberg. And I just wanted to say a big thank you to the people of Oberarmstadt, to the people who illustrated the mural, and to Harold Hofflein for doing such a wonderful, beautiful thing for the community and to keep my great-grandmother's memory alive. When I visited your town in August, I remember feeling these emotions that I'd never felt before. I felt a sort of connection to my heritage that I had simply never ever experienced in America. Through your guidance and your diligence to preserving this history, I was able to see how my great-grandmother would have lived, the places she would have been to and seen, the people she might have met, even some people she knew while she was alive. And that was just, that forged a connection to my heritage that I'd really never ever felt before. So I just wanted to send a big heartfelt thank you to all of you for keeping her memory alive and the memory of all the Jews in Oberarmstadt alive through these years. Thanks. Hi all, my name is Camille Hoffman. I'm the great-granddaughter of Trudy Eisenberg. This past summer, August 2023, was my first time going to Oberarmstadt, and coming to the town where my great-grandma was born and grew up was very emotional, and knowing that these were the places that she lived, where she walked, where she grew up, and it was kind of reminiscing of like the fact of where I grew up and how I lived in the same town. But it was weird to think that around the age that I was, that was when she left. She left everything, she came to a new country, and she left her town behind. She left her family, knowing she wouldn't necessarily come back. And it was weird to think that seeing the town where she lived and how she was honored for her family is truly wonderful. Knowing that people remember her, remember what she did, remember who she was, still right now, I still remember her. You know, it's only been a few years since she passed away, but I still remember the things that she said and remembering those stories. It makes me remember her. For many people, they remember their family based on those stories, but as, you know, more generations come, sometimes they slowly stop being passed down. People don't want to share them, people keep them inside, and so they start to disappear. And it's sad because then those stories of those people don't remember them, or people lose the touch with their connections to where they're from. So by seeing the mural and the Stolperstein in front of the store where she grew up was truly amazing to see how other people remember her, even though she's still not here anymore. And it's hard to do this for everyone because there's so many people that have passed, that have gone through the troubling times of the Holocaust and other hardships. But to keep this story alive and to keep them passing on, we won't forget because we'll have those stories that we can have, or you can go to a place where there's a mural or there's stuff, a plaque in front of their house or on the gravel.
because it helps us remember them. And there's so many people that we should be honoring or remembering. Thank you. Hello, I'm Carol Hoffman. I am the wife of Trudy Eisenberg's grandson, Micah. Thank you for inviting us to say a few words for your Remembrance Day. In 1996, Micah and I visited Oberammstadt for the first time. We wanted to see the place that Trudy came from, to see in our own eyes the place that she spoke of so often. We were able to compare the town to the very few pictures that she had. It was a nice visit. We saw buildings and streets. However, we did not feel much connection. Since then, much has been done by the town and our family to forge a stronger connection and to ensure that memories are not lost. This past summer, we had a chance to return with our whole family. We were welcomed with open arms. We met the deputy mayor, Herr Höflein, teachers, and students. This visit was completely different to that of 1996. We felt a connection to the town immediately. The feelings were a bit overwhelming at times, especially when we turned the corner to see the mural that the students had made to remember Trudy. It was a powerful moment, and I am so grateful for this permanent way to remember her. The part of the mural that stood out to me most were the words, unity, togetherness, and we remember. This mural was painted by students whose families have a long connection to Oberammstadt and those who are newer to the town. And they themselves may know what it is like to have to leave your home in difficult circumstances. Those students may also remember what it feels like to be considered an other or an outsider. In this world today, we need to remember that we are all humans and no one should be made to feel as an outsider. All humans belong, and we must strive to remember this and work to connect with all peoples and stop those actions which are trying to keep people separate, diminished, or persecuted. There's too much of that going on in this world today under the guise of defending sovereignty. Trudy was our family. However, you have taken her story and made it part of your town's history. And remembering history is what helps us to grow and learn and be better in the future. Thank you for keeping her memory alive and working to keep the memory of history alive, even when it is difficult, to ensure that we work to change the future. Thank you.
Weiter geht es jetzt mit einem Beitrag zu den Waldensern, einer protestantischen Gruppe, die zum Teil auch hier in Oberramstadt vertreten ist. Danach hören wir uns einen Beitrag über Rassismus und Antisemitismus heutzutage und was wir damit zu tun haben an. Und auch die Tochter von Julius Bendorf hat uns eine Videobotschaft geschickt, wo sie über den Mut redet, den sie dadurch bekommen hat, dass in Darmstadt große Proteste gegen rechts stattfinden. Ich übergebe das Wort. Ist von Italien die Rede, denken die meisten Menschen zuerst an Pizza, Pasta, Sonne und Urlaub. Wenn ich an Italien denke, kommen mir sofort die Waldenser in den Kopf. Wer sind die Waldenser? Sie sind eine religiöse, protestantische Minderheit, die es schon seit dem 12. Jahrhundert in Italien gibt. Immer wieder wurden sie unter der katholischen Vorherrschaft vertrieben und verfolgt. Am Ende des 17. Jahrhunderts siedelte sich ein kleiner Teil der Waldenser aus der Gemeinde Pragelato hier in den Stadtteilen Rohrbach-Wembachan an. Ich selbst sehe mich als eine Nachfolgerin der Waldenser, auch wenn ich keinen traditionellen Waldenser-Nachnamen mehr trage. Meine eigene Familiengeschichte und mein Glaube sind dennoch eng mit den Waldensern aus Pragelato verbunden. Sie fragen sich jetzt bestimmt, was die Waldenser mit dem heutigen Tag und dem Nationalsozialismus zu tun haben. Als Waldenserin kenne ich natürlich die unzähligen Geschichten der Verfolgung und Unterdrückung bis hin zur hart erkämpften Freiheit im Jahr 1848. Ich habe mich gefragt, welche Rolle die eigenen Vertreibungserfahrungen zur Zeit des Nationalsozialismus für die Waldenser gespielt haben. Hat es die Waldenser vor der NS-Ideologie geschützt? Hatten sie dadurch ein größeres Verständnis für das große Leid der Juden? Was denken Sie, liebe Zuhörer? Für die Waldenser in Italien scheinen diese Ansätze zu stimmen. Zwar nahmen sie während der 20er Jahre den Faschismus größtenteils hin, doch mit zunehmenden Einschränkungen und Unterdrückung durch polizeiliche Überwachung aufgrund ihres Glaubens zeigten sich die ersten Anzeichen von Ablehnung. Nach Mussolinis Sturz 1943 schlossen sich viele der Waldenser dem organisierten Widerstand an, um den Faschismus und die deutsche Besatzung zu bekämpfen. Darüber hinaus haben die Waldenser in ihren Tälern Juden aufgenommen und versteckt. An dieser Stelle möchte ich gerne an Willy Gervais erinnern. Für mich ist er neben Jacopo Lombardini einer der bedeutendsten und waldensischen Schlüsselfiguren des Widerstands. Dank seiner guten Bergsteiger- und Englischkenntnisse war er ein wichtiger Vermittler zwischen den Partisanen und den Alliierten. Außerdem half er einer jüdischen Familie, über die Berge in die Schweiz zu flüchten. Am 5. August 1944 wurde Gervais auf dem Platz in Villa Pellice von der SS erschossen. Auch wenn es sehr naiv war von mir, hatte ich Hoffnung, dass sich das Verhalten der Waldenser unter dem Nationalsozialismus hier ähnelte. Bei meiner Recherche hierzu stieß ich zunächst auf große Lücken. Doch ich habe nicht aufgegeben, bis ich schließlich auf relevante SA-Akten und Spruchkammerbescheide gestoßen bin. Dabei habe ich 46 SA- und NSDAP-Mitglieder in Rohrbach-Wembachan mit typisch waldensischem Namen gefunden. 46 Mitglieder, die fast alle 1933 eingetreten sind, von geschätzten 300 erwachsenen Männern, ist nicht ganz unrelevant. 7 von ihnen wurden als Mitläufer oder Minderbelastete eingestuft. Diese Erkenntnisse decken sich auch mit der generellen politischen Lage in Oberramstadt. Wussten Sie, dass die NSDAP schon vor den Reichstagswahlen 1933 einen großen Zuspruch in Oberramstadt hatte und bei den Wahlen von 1932 bereits 50,2% erreichte?
Diese Funde haben mich zugegeben schockiert und ernüchtert. Es ist hart und natürlich erzählt man lieber Geschichten von Helden. Doch muss ich zu diesem dunklen Kapitel der Waldenser Geschichte stehen und es akzeptieren. Ich darf darüber nicht schweigen, sondern muss es an andere Menschen wie Sie weitergeben, damit wir daraus für die Zukunft lernen können. Nein, Religion und Vertreibungserfahrungen schützen nicht vor menschenverachtenden Ideologien wie der NS-Ideologie. Je nach äußeren Einflüssen kann jeder zum Mitläufer oder Täter werden. Deshalb sind in Zeiten wie diesen Erinnerungskultur und Aufarbeitung so unglaublich wichtig. Auch wenn es weh tut, müssten wir uns generell viel öfter mit der Vergangenheit auseinandersetzen, ihr nachgehen und tiefliegende Details aufdecken. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen Unterschied machen. So wie es in der Mathematik für ein richtiges Ergebnis auf die penible Achtung der Vorzeichen ankommt, müssen wir genau auf die Anzeichen für menschenrechtswidrige und antidemokratische Entwicklung schauen. Um diese Anzeichen zu erkennen, sind historische und politische Bildung sowie Empathie unabdingbar. Daher bitte ich Sie, setzen Sie ein positives Vorzeichen in die Gleichung für eine demokratische Zukunft und teilen Sie als verantwortungsvolles Vorbild Ihre heutigen Erfahrungen mit anderen. Vielen Dank. Flucht, Vertreibung und Gewalt, das waren die Erfahrungen von vielen Menschen des Nationalsozialismus. Aber warum sind wir heute hier? Es heißt immer, nie wieder ist jetzt. Doch was bedeutet das eigentlich für uns? In Deutschland sind die Menschenrechte das Fundament einer gerechten und friedlichen Gesellschaft. Es liegt in unserer Verantwortung, diese zu achten und zu schützen. Vor allem in einem Land wie unserem, welches von Vielfalt geprägt ist. Wir müssen uns stets daran erinnern, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Herkunft, Religion und Überzeugung das Recht auf Würde, Freiheit und Gerechtigkeit hat. Denn das macht uns als Gesellschaft aus. Das macht uns reicher und stärker. Die Realität beweist jedoch oft das Gegenteil. Erschreckend war, wie schnell Antisemitismus und Rassismus sich offen auf deutschen Straßen gezeigt haben. Menschen werden angepöbelt oder sogar angegriffen, wenn sie eine Kippa oder ein Kopftuch tragen. Andere werden aufgrund ihrer Sexualität oder Hautfarbe ausgegrenzt. Verhalten wie diese sind als äußerst inakzeptabel anzusehen, denn sie stehen im Konflikt mit der Vielfalt unserer Gesellschaft. Kein Mensch soll Angst haben müssen, in der Öffentlichkeit zu seiner Identität zu stehen. Deswegen muss unsere Vielfalt geschützt werden, denn sie ist unsere Stärke. Wir müssen gemeinsam gegen Antisemitismus, Diskriminierung und Rassismus kämpfen, um eine Welt zu schaffen, in der all dies keinen Platz hat. Doch oft fühlt man Verzweiflung und Hilflosigkeit, wenn man die Nachrichten anschaut und realisiert, was in der ganzen Welt um uns geschieht. Denn all diese, unsere Werte, sind weltweit in Gefahr, auch bei uns in Deutschland. Aktuell wird über Remigration gesprochen. Doch was bedeutet das eigentlich? Nichts Geringeres als die massenhafte Abschiebung und Deportation von Menschen mit Migrationsgeschichte. Menschen wie mich und alle anderen, deren Heimatland auch Deutschland ist. Wir müssen darüber reden und den Mut haben, uns zu positionieren, in welchem Deutschland wir leben möchten. Wir müssen darüber reden, zu Hause mit der Familie,
in der Schule mit Freunden, auf der Arbeit mit Arbeitskollegen und überall, wo wir die Chance bekommen, unsere Stimme zu erheben. Meine Familie und ich sind wie 70.000 andere Menschen aus Eritrea nach Deutschland geflohen, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. In Eritrea werden regelmäßig Menschenrechte verletzt. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist eingeschränkt. Es finden willkürliche Inhaftierungen statt. Die politische Partizipation wird verweigert und jeder ist zu einer unbegrenzten Wehrpflicht verpflichtet. Anders als in Deutschland hat in Eritrea keiner die Chance, die Regierung zu kritisieren. Das zeigt das Beispiel von Abune Babas Antonios, der 16 Jahre lang unter Hausarrest stand. Abune Babas Antonios war das Oberhaupt der eritreisch-orthodoxen Kirche. Nachdem er offen seine Kritik an die Regierung äußerte, verlor er sein Kirchenamt und wurde ohne rechtliche Grundlagen unter Hausarrest gestellt. Leider sind solche Ereignisse keine Ausnahme in Eritrea. Weswegen es sehr schmerzhaft für mich ist, zu wissen, dass einige meiner Familien, vor allem meine Großeltern, in Eritrea unter diesen Umständen leben müssen. Durch die herrschende Willkür besteht jeden Tag die Chance, dass meiner Familie etwas passiert, was mir große Angst macht. Mich bedrückt aber auch zu wissen, dass fast 4 Millionen Menschen in Eritrea unter diesen Umständen leben. Eritrea ist eines von vielen Ländern weltweit, in der Menschenrechte weder geachtet noch geschützt werden. Auch in Afghanistan, dem Land, dem meine Familie und ich fliehen mussten. Für uns waren Menschenrechte eine ferne Hoffnung. Deswegen bin ich froh und dankbar, heute in einem Land zu leben, in dem die Menschenrechte das Fundament des Menschenrechts, des Zusammenlebens sind. Aus diesem Grund müssen wir aufwachen und uns gemeinsam für die Menschenrechte einsetzen. Denn Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Zusammen können wir für eine Veränderung sorgen. Kippa und Kopftuch, beides gehört zu Deutschland. Nie wieder ist jetzt. Hello, students, Herr Hoflein, and residents of Oberramstadt. I am one of Julius Bendorf's stepdaughters, and I would like to make a few comments regarding the hard work that all of you are doing. As we look at the very sad and frightening events that are taking place in the world today, many of us are encouraged by the positive steps that students like you and your dedicated teacher, Herr Hoflein, are taking toward reducing hate and violence in the world. The number of projects in which you are involved has increased every year, and all of this intense work gives us hope that you young people will change the direction of politics and human rights as we move forward. The numerous demonstrations in the streets of so many cities in Germany last weekend, protesting the far right and anti-Semitism, were very reassuring for the continuation of democracy. While the United States has heard from the loud voices of supporters of Hamas, a poll taken this week shows that 2/3 of all Americans support Israel. Yet, there is the other 1/3 who believe that Hamas is correct in its actions and who are speaking loudly about their anti-Semitic views. We are frightened to know of this trend, and we must all educate and fight back in whatever lawful ways we can. It is unfortunate to think that you, the students, have to not only study the horrific atrocities of the past, but that you have to work so hard today to prevent these events again, just a few generations later.
But this is the reality in which we are living. And if you want to secure a future of democracy, doing this hard work is the only option. It is sad to know that there will always be those who want to impose autocracy on the people. And unfortunately, we must do whatever we can to prevent it. Thank you for all that you are doing. And when you move on to the university, you will certainly carry your message with you to share with others. Über 140 Jugendliche haben sich in einem Projekt im Staatsarchiv mit den Auschwitz-Prozessen befasst. Nun folgt ein Beitrag von Marius Haas zu den Prozessen und ihrem Erbe als Erinnerungskultur. Zudem spricht er über die Schuldfrage und Verantwortung für das, was passiert ist. Darauf folgt Zombie, aufgeführt von unserer Schulband, ein Song gegen Krieg und seine Folgen. Wenn die Prozesse einen Sinn haben, so ist es die unumgängliche Erkenntnis, dass Anpassung an einen Unrechtsstaat Unrecht ist. Fritz Bauer über die Auschwitz-Prozesse 1963. Fritz Bauer wurde 1903 in Stuttgart geboren und war Sohn einer Kaufmannsfamilie. Er studierte Jura und wurde früh Mitglied in der SPD. Nach 1933 musste er nach Verhaftung und Verfolgung fliehen. Als hessischer Generalstaatsanwalt und Überlebender des NS-Regimes war er nach 1945 die treibende Kraft hinter der Einleitung der Auschwitz-Prozesse 1963 bis 1965. Als Ziel hatten diese SS-Täter und KZ-Wachleute juristisch zu belangen und eine vorher nie dagewesene, breite öffentliche Diskussion über Schuld und Verantwortung anzustoßen. Die Täter waren scheinbare Biedermänner. Wilhelm Boger, Hans Stark, Robert Mulker und Dr. Capesius. Die Täter erschienen nicht als psychopathische Monster, viel eher als ganz normale Männer. Allerdings, eine Sache fiel auf: ihre totale Empathielosigkeit gegenüber den Opfern und das völlige Fehlen eines Schuldgefühls für das, was sie taten im Namen eines menschenverachtenden Systems. Die Prozesse waren ein Zeichen der jungen BRD, dass sie sich an die Grundwerte der neuen Verfassung hielt. Es wurde klar, dass man sich nicht hinter einem Unrechtsstaat eine NS-Ideologie verstecken kann. Man würde sich wünschen, dass die Konsequenzen der Prozesse noch heute unser kollektives Bewusstsein prägen würden. Doch leider lässt ein Wiedererstarken antisemitischer und rassistischer Strömungen in jüngster Zeit das Schlimmste befürchten und lässt die Bedeutung von persönlicher Verantwortung und Erinnerung verblassen. Ich stehe heute vor Ihnen, denn heute ist der 27. Januar, der Tag der Befreiung von Auschwitz, der nicht zufällig in den letzten Jahren weltweit große Bedeutung bekommen hat, da er als Tag gegen die Verbrechen der Nationalsozialisten angesehen werden kann. An diesem Tag im Jahre 1945 erreichte die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz und beendete damit den größten Massenmord der Geschichte. Der heutige Tag ist von essentieller Bedeutung für unsere Erinnerungskultur, da er nicht nur das Ende der grausamen Taten markiert, sondern auch als Resistenz gegen das Vergessen angesehen werden kann. Zudem ist er ein großer Baustein für unseren Staat nach 1945. Denn wie es im ersten Paragraphen unseres Grundgesetzes heißt,
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jedes Menschen. Fritz Bauer hat dafür gesorgt, dass genau dieser Satz auch noch heute vor dem Justiz- oder auf dem Justizgebäude in Frankfurt steht. Wichtig ist aber auch, den Bezug zur heutigen Zeit zu schlagen. Denn in einer Welt, in der Social Media unsere Blickwinkel formt und Informationen in Sekundenschnelle verbreitet werden, besteht die Gefahr, dass die Bedeutung dieses Gedenktages im Strom von Tweets, Likes und Posts verloren geht. Die schnelllebige Medienlandschaft fördert diesen Prozess und sorgt für eine Oberflächlichkeit und zudem erschwert es, die Komplexität und Tiefe der Geschichte besser zu ergründen. Wir leben in einer Zeit des Informationsüberflusses, in der Nachrichtenzyklen schnell wechseln und Informationen und Aufmerksamkeit nur schwer zu erlangen sind. Die Geschichte von Auschwitz, die uns mahnen soll, droht zwischen Schlagzeilen und Trends zu verschwinden. Die zunehmende zeitliche Entfernung verstärkt den Prozess. Denn umso weiter wir von historischen Ereignissen entfernt sind, umso schwerer ist es, diese lebendig zu halten. Betrachten wir auch, warum die Akten der Auschwitz-Prozesse heute als Weltkulturerbe gelten. Ist es nicht, weil sie eine allgemeine Botschaft in sich tragen, die über nationale Grenzen hinausgeht? Es geht uns alle etwas an, unabhängig von unserer Herkunft. Humanitäre Werte sollten universell verteidigt werden. Lassen Sie uns gemeinsam lernen, nicht nur der Opfer zu gedenken, sondern auch an das menschlich-moralische Versagen der Täter. Der Erinnerungstag am 27. Januar bleibt ein fester Bestandteil unserer Erinnerungskultur und ermahnt uns, stets die Prinzipien der Menschlichkeit und Freiheit zu verteidigen. In diesem Sinne frage ich Sie alle, warum sind wir heute hier versammelt? Ist es nicht unsere Aufgabe, die Prinzipien der Menschlichkeit und Freiheit zu verteidigen? Ich würde mir wünschen, dass alle hier Anwesenden ein Stück Erinnerung weitertragen. Und abschließen möchte ich mit einem Zitat des Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer. Ihr seid nicht dafür verantwortlich, für das, was geschah, aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon. Nie wieder ist jetzt. And their drums and their guns in your head, in your head.
breaking, heart is taking over. When the violence caused such silence, we must be mistaken. It's the same old theme since 1916. In your head, they're still fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they're still fighting. In your head, zombie, 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 hey, hey, what's in your head? In your head, zombie, 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 hey, hey, oh, oh. It's the same old theme since 1916. In your head, they're still fighting. In your head, zombie, 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 what's in your head? Jetzt folgt ein Vortrag des Kirchenvertreters Diakon Wagner. Und leider hat es Herr Neumann, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Hessen, nicht mehr geschafft, zu dieser Veranstaltung zu kommen. Wir denken trotzdem an ihn. Ich darf Sie beruhigen, es wird kein ganzer Vortrag werden, nur eine Rede. Aber selbst für diese Rede brauche ich einen Augenblick. Sehr verehrte Damen und Herren, würden wir in der Zeit der Genesis, des Alten Testamentes leben, so würden wir bestimmt von einem König beherrscht. In den umliegenden Kulturen, besonders in den großen Reichen, sah man in den Königen damals Götter. Um ihre vermeintlich göttliche Autorität auch im letzten Winkel ihres Reiches auszuüben, errichteten sie überall Standbilder. Das hebräische Wort für ein solches Standbild ist Zelem und es bedeutet Ebenbild oder Abbild. Das haben Sie vielleicht schon mal in der Bibel gelesen. Dabei geht es gar nicht um eine physische Ähnlichkeit. Ebenbild im Alten Orient und somit auch in der Bibel bedeutet: Jemand repräsentiert einen anderen und nimmt seine Funktionen und Aufgaben wahr. Der altorientalische König repräsentierte einen Gott auf Erden. Er regierte in seinem Auftrag und mit seiner Hilfe das Volk. Und diese Ebenbildlichkeit Gottes kam allein dem König zu. Nur er allein hatte somit eine göttliche Würde. Und wenn auch nur der König allein die Gottheit repräsentiert und eine göttliche Würde hat, dann galt diese göttliche Würde eben umgekehrt auch nicht allen anderen. Diese Vorstellung hatte natürlich große Auswirkungen auf eine mögliche Beteiligung des Volkes auf die Regierung. Es gab diese Beteiligung schlichtweg nicht. Demokratie war in diesem Kontext wortwörtlich undenkbar. Das Judentum,
Das Judentum bricht mit dieser Vorstellung und bringt vor fast 3000 Jahren einen ganz neuen, einen genialen Gedanken in die Welt. Die Bibel spricht im ersten Kapitel davon, wie Gott den Menschen erschafft. Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Da steht nicht, lasst uns Könige machen, lasst uns Bundeskanzler machen, Präsidenten. Da steht, lasst uns Menschen machen als unser Abbild. Das Neue, das Revolutionäre daran ist, es wird hier von der Ebenbildlichkeit aller Menschen gesprochen. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes, repräsentiert Gott und ist berufen, an Gottes Herrschaft teilzuhaben. Dieser Gedanke war radikal neu und im Umfeld des alten Israels absolut einmalig. Wenn alle Menschen Ebenbilder Gottes sind, dann haben auch alle die gleiche Würde. Und wenn alle die gleiche Würde haben, dann können auch prinzipiell alle regieren. Dann ist nicht ein Einzelner privilegiert zum Herrschen und schon gar nicht steht dieser Herrscher seinem Volk erhöht gegenüber. Dann ist der Herrscher bestenfalls primus inter pares, der Erste unter den Gleichen und nur noch Diener seines Volkes. In diesem kleinen, so oft übersehenen Gedanken der Gottesebenbildlichkeit aller Menschen steckt also sehr viel politisches Potenzial. Und tatsächlich hat das Volk Israel seinen Königen keinen göttlichen Rang verliehen, niemals. Im Gegenteil, Könige wurden berufen. Und wo sie dieser Berufung nicht mehr entsprachen, wo sie über die Stränge schlugen und sich selbst überhöhten, wurden sie in bemerkenswerter Weise zurechtgestutzt. Sicherlich. Es dauerte noch Jahrhunderte, bis die revolutionäre Bedeutung dieser biblischen Texte in aller Tiefe erkannt wurde und man sich besonders auf die Ebenbildlichkeit Gottes berief, um zum Beispiel die Demokratie und allgemeine, unveräußerliche Menschenrechte einzufordern. Einer der ersten und bedeutendsten Texte, die diese Forderung ganz bewusst mit dem Bezug auf die Bibel erheben, ist die Unabhängigkeitserklärung der USA. Und in der Folge setzte dieser Gedanke weitgehend durch, bis hin zur Erklärung der allgemeinen Menschenrechte durch die UNO. Wir stehen heute somit auf dem geistigen Erbe der jüdisch-christlichen Überlieferung. Und, interessant, auch der Islam teilt diese Vorstellung von der hohen Würde des von Gott erschaffenen Menschen, wie man zum Beispiel in Sure 15 im Koran nachlesen kann, in der der Mensch sogar über die Engel gestellt wird. Nimmt man diese Texte ernst, dann hat das immense Bedeutung für uns heute. Wenn Sie nach rechts und links blicken, vielleicht tun Sie das gerade mal, rechts und links zu schauen, dann sitzt da neben Ihnen, Achtung, ein Abbild, ein Repräsentant Gottes. Und selbst wenn Sie den religiösen Kontext ablehnen, dann doch ein Mensch mit geradezu himmlischer Würde. Für religiöse Menschen ist daher jede Handlung, mit der wir andere Menschen diskriminieren, beleidigen oder ihnen Gewalt antun, streng genommen eine Gottesbeleidigung. Es ist die perfide Logik der Gewalt und der Diskriminierung, dass sie den Menschen schrittweise entmenschlicht, ihn nur noch auf äußere und formale Kriterien reduziert. Man spricht dann nicht mehr von einem Menschen, der einen konkreten Namen hat, sondern nur noch von Unpersönlichen, von Religionen, von Gruppen mit bestimmten Eigenschaften, von Nationalitäten oder gar Rassen. Diese schrittweise Entmenschlichung hat den Holocaust erst möglich gemacht, als man den bekannten Nachbarn und Kollegen auf einen unpersönlichen gelben Stern reduzierte und ihm so aller menschlichen und persönlichen Eigenschaften beraubte. Da schauen Sie sich noch einmal um, der Blick lohnt sich. Der Mensch neben Ihnen, er hat ein Gesicht, davon können Sie sich überzeugen. Er hat einen Namen und wenn Sie den nicht kennen, dann fragen Sie nachher nach. Hinter jedem dieser Namen verbirgt sich eine Geschichte. Mit jedem Namen verbinden sich verborgene Talente, ungeahnte Fähigkeiten, noch zu lebende Träume, unauslöschliche Hoffnungen und vieles mehr. Und das dürfen wir bei jedem Holocaust-Gedenktag erleben, wenn ihr, liebe Schüler, hierher kommt
und eure Fähigkeiten, eure Talente dann so plötzlich hier nach vorne bringt und zeigt, wie sehr ihr euch für dieses Thema interessiert und für das Thema Menschenwürde einsetzt. Der Blick auf den Menschen neben uns, er kann uns Hoffnung machen, denn er ist einmalig und wertvoll. Er ist Gottes Ebenbild auf Erden. Und ich glaube, gerade in diesem Jahr, in dieser besonderen Situation, ist der Blick auf den anderen so wichtig wie schon lange nicht mehr. Wie schon anfangs erwähnt, für meine Rede benötige ich, erbitte ich einen Augenblick, keinen Augenblick der Augen, einen Augenblick des Herzens, einen ganz besonderen Blick mit neuen Augen auf den Menschen neben Ihnen. Vielen Dank. Guten Abend, liebe Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der Holocaust-Gedenktag hat auch eine Glaubensdimension. Deshalb sind wir Verantwortungsträger, Trägerinnen der Glaubensgemeinschaften hier in Oberramstadt, von drei Glaubensgemeinschaften, auch in diesem Jahr wieder dabei, und ich bin dankbar dafür. Der Holocaust-Gedenktag oder der Holocaust hat auch eine Glaubensdimension, denn Christinnen und Christen haben mitgemacht, weggeschaut, geschwiegen damals. Und christliche Theologie trug über viele Jahrhunderte antisemitistische Züge und trägt sie bis heute, wenn wir nicht aufpassen, wie wir Theologie betreiben, wie wir über unseren Glauben sprechen. Aber Theologie kann auch anders, kann auch wertschätzend mit der jüdischen Tradition umgehen und muss es, wenn sie richtig ist. Nach Berichten und Reflexionen lade ich nun ein zu einer geistlichen Haltung zum Schluss an diesem Abend, zum Gebet mit Worten und Gedanken der jüdischen Tradition, die wir ja als christliche Glaubensgeschwister teilen. Das sind Worte und Gedanken, die uns gemeinsam sind, gemeinsame Wurzeln. Die Gedanken sprechen von der Sehnsucht nach Gott, der verbunden wird mit der Gerechtigkeit, auch und wenn manches dagegen spricht, scheinbar, augenscheinlich. Gott und Gerechtigkeit gehören zusammen und Gott will sie durchsetzen, daran glaube ich. Die Worte sprechen von Sehnsucht nach Stärkung und nach Schutz und nach Leben und Lebendigkeit. Gemeinsam beten wir Christinnen und Christen und Jüdinnen und Juden zum Gott von Abraham, Sarai und Haggai. Ich lade ein zum Gebet, und wer nicht mitbeten möchte oder kann, darf einfach zuhören. Worte aus Psalm 143. Lebendiger, höre mein Gebet, bemerke mein Flehen. Antworte mir in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit. Geh nicht ins Gericht mit mir, denn vor dir ist niemand gerecht unter allen, die leben. Ich erinnere mich an längst vergangene Tage. Denke nach über all dein Tun, über das Werk deiner Hände sinne ich nach. Ich breite meine Hände zu dir aus. Meine Seele gleicht einem Land, das nach dir dürstet. Schnell antworte mir, Lebendiger, mein Geist schwindet. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, sonst gleiche ich denen, die ins Grab hinabsteigen. Lass mich am Morgen deine Freundlichkeit spüren. Ja, ich vertraue auf dich. Lass mich den Weg erkennen, den ich gehen soll.
Zu dir erhebe ich meine Seele. Rette mich vor denen, die mich anfeinden. Lebendiger, bei dir verstecke ich mich. Lehre mich, nach deinem Willen zu handeln. Du bist mein Gott. Dein guter Geist leite mich in ebenes Land. Um deines Namens willen, Lebendiger, lass mich leben. Amen. Thank you.
Danach folgt noch der abrahamitische Segen, aber zuerst wollen wir den Herrn Neumann begrüßen und ihm noch eine Möglichkeit anbieten, ein paar Worte zu sagen. Ja, danke schön. Das ist für manche jetzt eine böse Überraschung. Jetzt haben sie gedacht, sie können raus. Und dann auf einmal wird abgebremst und Kommando zurück. Lieber Herr Bürgermeister Silbereis, lieber Harald Höflein, meine Damen und Herren, vor allem liebe Schülerinnen und Schüler. Sie wissen vielleicht, warum ich heute so spät gekommen bin. Der Schabbat geht bis knapp 6 Uhr, bis zum Einbruch der Dunkelheit, und am Schabbat nehme ich keine öffentlichen Termine wahr. Und deshalb mussten wir sozusagen erst den Schabbat verabschieden mit einer Zeremonie, der Haftalah, der Trennungszeremonie, in der eine Kerze angezündet wird, bestimmte Segen gesprochen werden und gleichzeitig ein bisschen Licht in die Dunkelheit der nächsten Woche getragen wird. Und da sind wir beim Thema, ein wenig Licht in die Dunkelheit bringen. Das ist etwas, was wir alle, glaube ich, in der derzeitigen Situation ausgesprochen gut gebrauchen können. Nicht nur, weil es der Holocaust-Gedenktag ist, nicht nur, weil wir heute erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus, an das unfassbare Menschheitsverbrechen, das uns bis heute immer noch verfolgt und dessen Dimension auch heute nicht vollständig begreifbar ist, sondern auch, weil wir hier in Deutschland ebenso wie in vielen anderen Ländern im Moment Entwicklungen beobachten müssen, die uns alle Sorgen bereiten sollten. Wir sehen etwas, von dem wir nicht geglaubt haben, dass wir es in so kurzer Distanz zum Holocaust, zum Menschheitsverbrechen wieder erleben werden, nämlich die Renaissance rechtsextremen Gedankenguts in einer Form, die uns teilweise den Atem stocken lässt. Die Tatsache, dass erst vor kurzem offizielle Parteivertreter der AfD gemeinsam mit Vertretern der Identitären Bewegung in Potsdam zusammengekommen sind und über die Vertreibung von Menschen sinniert haben, die nach ihrem Verständnis nicht deutsch genug sind, nicht Zugehörige der Volksgemeinschaft sind, so wie diese Gruppe sie definiert, ist unvorstellbar. Die Tatsache, dass man wirklich zusammengekommen ist und darüber nachgedacht hat, Millionen von Menschen, die in diesem Land leben, aus diesem Land zu vertreiben. Und zwar nicht nur solche, die vor kurzem erst hierher gekommen sind, noch kein Bleiberecht haben und möglicherweise sowieso wieder zurückgehen werden, sondern Menschen, die hier geboren wurden, Menschen, die als Kinder von Migranten in dieses Land geboren wurden, hier groß geworden sind, deren Eltern hier dabei mitgeholfen haben, die Gesellschaft aufzubauen, die Steuern gezahlt haben, die sich politisch engagiert haben, die ein Teil dieser Gesellschaft geworden sind und ohne die Menschen Deutschland überhaupt nicht zu dem geworden wäre, was es heute ist. Die Potsdamer schauen abfällig auf die Gastarbeiter der 60er, 70er Jahre, als wären diese Fremdkörper. Dabei waren die es gewesen, die nach dem Krieg Deutschland aufgebaut haben, die es zu wirtschaftlicher Strahlkraft gebracht haben. Ohne die wären wir heute nicht hier, würde keiner heute hier so sitzen, mit der Seelenruhe und dem Wohlstand, den wir überall genießen können. Ohne die Menschen, die diese Gruppe aus Deutschland vertreiben möchte, würde kein Altersheim und kein Pflegeheim in Deutschland mehr funktionieren. Da könnten sich unsere alten Menschen selbst pflegen. Die eigenen Familien tun es in der Regel nämlich nicht. Wer soll es denn dann tun? Viele von uns sind sich zu schade für solche Arbeiten. Spargel stechen, Klos putzen bei McDonald's, na dankeschön. Pflegearbeiten, viel zu anstrengend, viel zu mühsam. Und genau die Menschen, die diese Arbeit tun, sollen jetzt rausgeworfen werden, weil man ihnen vorwirft, sie seien keine richtigen Deutschen, sie haben nicht das richtige Aussehen, nicht die richtige Hautfarbe, nicht die richtige Nationalität, nicht die richtige Herkunft, nicht die richtige Religion. Es ist ein Schreckensbild, was dort gezeichnet ist.
Und es ist dramatisch, dass wir uns mit solchen Dingen überhaupt beschäftigen müssen. Und gleichzeitig ist es noch lang nicht zu spät. Denn das sind die extremsten Auswüchse, die wir dort sehen, die extremsten Fantasien, die uns bisher zu Ohren gekommen sind. Möglicherweise gibt es noch Schlimmeres und wir wissen nichts davon, aber das ist das, was uns zu Ohren gekommen ist. Und genau an dem Punkt beginnt unsere Aufgabe. An dem Punkt beginnt eure Aufgabe, speziell die der jungen Menschen. Denn es ist eure Zukunft, um die es hier geht. Es ist euer Land, das hier gerade gestaltet werden soll. Jetzt, in diesen Momenten, entscheidet sich, wo Deutschland hinsteuert. Entweder überlassen wir es Rechten und rechten Parteien, zu definieren, wer zu Deutschland gehört, wer Bürger dieses Landes sein kann, wer die Zukunft dieses Landes mitgestalten kann, oder wir wehren uns mit Kräften dagegen, dass diese Menschen ihren Hass und ihre Missachtung für Menschen unterschiedlichen Glaubens, unterschiedlichen Aussehens, unterschiedlicher religiöser Ausrichtung, unterschiedlicher sexueller Ausrichtung wie eine Monstranz vor sich hertragen und damit hasserfüllte Politik machen. Und deshalb ist es vor allen Dingen an euch, an den jungen Menschen, dafür zu sorgen, dass diese Gruppen nicht die Mehrheit werden, dass diese Gruppen aufgehalten werden, dass diesen Menschen Widerspruch entgegengesetzt wird, in jedem einzelnen Moment. Viele von euch können vielleicht noch nicht wählen, noch nicht. Das will aber nicht heißen, dass es keine Möglichkeit gibt, etwas dagegen zu tun. Denn ihr entscheidet selbst, wo die Grenze erreicht ist, an der man im Freundeskreis einschreitet. Ob ihr still seid oder den Mund aufmacht, wenn Klassenkameraden, Bekannte oder vielleicht sogar Fremde attackiert werden, beschimpft werden, lächerlich gemacht werden, diskriminiert werden. Ihr seid dann dafür verantwortlich, die rote Karte zu zeigen, den Mund aufzumachen, Stopp zu rufen, selbst wenn es euch vor euren Freunden vielleicht unangenehm ist. Selbst wenn ihr denkt, den Mund halten ist vielleicht einfacher. Man will ja nicht blöd dastehen. Es ist viel einfacher, mit dem Strom zu schwimmen, als sich dagegen zu wehren. Es ist viel einfacher, mitzumachen, als sich in so einem Moment zu erheben und den anderen klarzumachen, dass sie zu weit gehen, dass sie hier mittendrin sind, Menschen auszugrenzen, Menschen zu verletzen und ihnen damit schweren Schaden zuzufügen. Es ist eure Aufgabe, eure Verantwortung, den Moment zu definieren, an dem ihr nicht mehr schweigt. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es um den Ausländer geht oder das junge Mädchen, das ein Kopftuch trägt, den Juden, der eine Kippa trägt, kommt so gut wie nie vor, gibt es auch hier so gut wie keine, den Farbigen, People of Color, Schwarze, über denen man lacht, den man lächerlich macht, den man ausgrenzt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es diesen Menschen bedeutet, wenn auch nur einer aus einer Gruppe aufsteht und Partei für sie ergreift. Ihr wisst nicht, was es diesen Menschen bedeutet, wenn sie das Gefühl bekommen, nicht allein zu stehen. Und damit schafft ihr zwei Dinge. Ihr gebt diesen Menschen das Gefühl, dass sie dazugehören, dass sie nicht alleine sind, dass sie Teil einer Gemeinschaft sind, dass man für sie Partei ergreift und ihr zeigt gleichzeitig den Menschenfeinden die rote Karte. Jeder einzelne von euch hat das Potenzial, die Kraft und die Macht, ein Licht anzuzünden, ein bisschen Licht in die Dunkelheit zu bringen. Nicht jeder von euch kann heute schon wählen und wenn ihr es könnt, hoffe ich, dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft, aber jeder von euch hat eine unglaubliche Fähigkeit, in seinem kleinen Bekanntenkreis, in seiner kleinen Welt etwas Gutes zu tun, ein Licht zu zünden und die Welt zum Besseren zu verändern, auf dass das, was einmal geschehen ist, nicht noch einmal geschieht. Dankeschön fürs Zuhören. Auch der Musik möchte ich mir danken für diesen.
zu dem Gang zur ehemaligen Synagoge zu begleiten, der jetzt stattfindet. Vielen lieben Dank, dass Sie da waren und bitte verinnerlichen Sie diese Botschaften, die Sie an diesem Abend gehört haben und tragen Sie sie weiter in die Welt. Herr Neumann, danke, dass Sie die schöne Überraschung noch ermöglichen konnten und gekommen sind. Danke auch für die wachrüttelnden Worte von Ihrer Seite her. In der jüdischen Tora, in Genesis 12, Vers 2 heißt es, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. V'hiya beracha, du sollst ein Segen sein. Das wird Abraham gesagt. Und der Stammvater Abraham, denn alle drei großen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, kennen ist bedürftig und respektvoll gewesen. Bedürftig und respektvoll. Abraham war bedürftig nach Schutz und Nähe. Seien Sie bereit, seid ihr bereit, dass jemand anderes dich oder sie beschützt, begleitet, sieht. Als Christen sagen wir, Gott segne und behüte dich. Wir werden gleich zwei Gesten praktizieren, wer das möchte. Und ich bitte Sie schon einmal aufzustehen, wem das möglich ist. Denn wie Abraham, der bedürftig war, können wir, wenn Sie das möchten, die Hände ausstrecken zum Zeichen, ich bin bedürftig. Wir öffnen unsere Hände. Ich bin bedürftig, ich bin offen. Ich bin empfangsbereit, ich brauche Ergänzung und Veränderung. Abraham war bedürftig, aber auch respektvoll im Umgang mit anderen. Seien Sie offen für andere Menschen, für ihre Herkunft, für ihre Interessen. Und eine zweite Geste, die Sie umsetzen können, wenn Sie möchten, verbeugen Sie sich vor dem anderen, rechts oder links, vorne und hinten, als Zeichen des Respekts und der Höflichkeit. Als Zeichen der Achtung voreinander. Ob er oder sie eine andere Kultur, Religion oder Ansicht hat, wir verneigen uns voreinander, wer das möchte. Als Christen sagen wir, wie bei Abraham, sei gesegnet und sei ein Segen für andere. Und so wollen wir jetzt in die Stadt gehen, bedürftig und respektvoll. Wir machen den Unterschied aus. Wir wollen unsere Stadt respektvoll und bedürftig prägen. Und so gehen wir jetzt zur Gedenktafel an der ehemaligen Synagoge, zünden das Licht. Das Licht haben wir schon angezündet und tragen das in die Dunkelheit hinaus. Ich wünsche allen, die nicht mitkommen, dorthin einen schönen Abend. Und wir geben jetzt das Hoffnungslicht weiter an andere. Bis gleich an der Synagoge. Oder bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.